StarCraft Remastered Folge 46. Wir sind mitten in... Ja, wo sind wir denn eigentlich drin? In unserem Eroberungsfeldzug. Neidus-Kanal kann man jetzt machen. Klingt das was? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wir müssen mal das hier erobern. Ich brauche mehr Vespin-Gas. Hydralisken, ihr seid jetzt gefragt. Und wir haben mehr Overlords, denke ich. Das ist sogar was aus der Erde gekommen. Hast du gerade das gehört? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo? Wo wie was? Ich sehe gerade nichts. So. So zwei Gruppierungen Hydralisken, das sollte man schon haben. Eieieiei, was ist hier los? Uiuiuiui, aber dass die hier kaputt gehen, das habe ich mir schon gedacht. Weil die schon sehr angeschlagen waren, da habe ich mir gedacht, naja, baust du vielleicht nochmal 9? Und dann dachte ich mir, nee, komm. Lass mal so lang stehen, wie geht. Aber wie die hier, die sind ja auch völlig... Ja, wann ist die hier nicht gemeint? Ja, das ist schon... Jetzt werden die Angriffe auch heftiger. Das ist einfach so. So, wo sind die Hydralisken? Gruppe 2. Wichtig ist, dass so im Hintergrund die Ökonomie läuft. Also das ich mir jetzt nicht Sorgen machen muss, dass da nichts vorwärts geht. Weil die da bei mir einfallen und ich
dann glaube ich, ein Espingas bekommen. Alles andere ist mir... Warte. Gott, wie lange dauern die denn gegen diesen Feuerfresser? Oh. Alles verwaist. Okay. Für wenn ihr meint. Ist mir recht. Wollt ihr hin? Bleibt mal da. Ah, das ist so ein dreckiger Vergifter. Jetzt verstehe ich. Da hinten, aber der ist außer Reichweite. Ein schlaues Scheißerchen. Da ist er. Und deswegen sind die natürlich auch so im Arsch hier, die Sachen. Komm, mach den fertig. Ach, scheiße. Wie unschön, hat er sich eingegraben und ist dann weg. Das ist echt unschön. Nicht toll. Wir können ja mal hier weitermachen, weil ich glaube tatsächlich, dass hier nichts drin ist in diesen ganzen Bunkern. Warum auch immer das so ist. Jetzt schnell den Vergifter killen, jawohl. Oh, Richter! Aber die Hydralisken, die räumen echt auf, also da kann man nichts sagen. Ja gut, dann ist das ja hier sozusagen hier der Punkt, an dem Zugang generiert wird. Aha. Ja, damit brauchst du nicht kommen, Freund. So. Das brauchen wir noch. Der da mit diesen einzelnen Marines an. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
So viele Solisten habe ich gar nicht mehr. Ach, und hier ist auch noch mal so eine... Was kommt da? Ja gut, das sieht ja jetzt also nicht schlecht aus, finde ich. Das ist so, also bis jetzt ist es auch nicht schwierig. Das ist bis jetzt eigentlich eher so eine schon viel schwierigere Mission als das. Das ist irgendwie easy. Eine lockere Angelegenheit. Dürft gerne mal was tun für euer Geld. Das ist alles noch in Ordnung. Ach ja, lasst uns mal weiterentwickeln. Hydralisk, 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 Hydralisk. Und die schicken wir alle dahin. Macht der da? Ich meine, wenn dann hier sowieso alles schon abgesichert ist, dann können wir auch direkt mal tun. Zum nächsten Ort des Geschehens gehen, nämlich hier hin und da die nächste Basis bauen. Und dann haben wir auch, glaube ich, das mit dem Vespingas erledigt, das Problem. Ah. Ah ja, naja, ganz erledigt ist natürlich nicht, wenn die jetzt da runterlaufen. Oh, Moment, scheiße. War jetzt ein bisschen überheblich, möchte man fast sagen, weil jetzt komme ich von da hinten. Das war natürlich schlecht. Das, was ich mir da überlegt habe, war natürlich schlecht. Das ist ja mal ein klassisches Beispiel von Hochmut kommt vor dem Fall, oder? Ja. Gut, egal. Wir schwachen
Ja, das ist schon ordentlich. Das schafft mich gar nicht. So, euch würde ich gerne wieder hierher schicken. Ich weiß, ihr habt euch jetzt da oben im Stich gelassen gefühlt von mir. Ich glaube etwas besser, okay. Zum einen werde ich jetzt hier mal die Hydralisken mal hier positionieren. Die bleiben jetzt hier. Ich glaube, ich werde mal die ein oder andere Sporenkolonie machen. Gut, wir müssen das hier wieder ausbessern. Die Schaden auswetzen. Quasi. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie viele da kaputt gegangen sind. Ich glaube, das sind ein paar mehr als das, was mir jetzt hier gerade angezeigt wird, weil ich schon ein bisschen getrödelt habe. Aber egal. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Stück. Und ich meine jetzt, keine Ahnung, für ein paar hundert Kristall ist doch die Basis wieder relativ gut abgesichert und passt doch. Gut. Prima. Du störst auch. So, wir wollten ja so zwei, drei Sporenkolonien machen, das machen wir jetzt hier auch. Oder Kriecherkolonien. Ich glaube, das mache ich auch mit Sporen, weil die Hydralisken sind ja da. Ich brauche ein bisschen was, um so Unsichtbares aufzudecken, glaube ich. So. Ich habe so das Gefühl, man könnte hier so ein paar von denen hernehmen und mal hier rüberziehen. Und jetzt hier eh nicht mehr viel zu holen ist, das ist ja, wenn man so möchte, ziemlich abgebaut. Ja. Hallo du.
bauen wir dann noch ein paar Hydralisken. Dann könnten wir schon wieder in die nächste Offensive gehen. Das ist an den Serg natürlich echt geil, ne? Dass man da so schnell große Massen bauen kann. Wenn das dann auch noch so relativ starke Einheiten sind und nicht so Massenware wie die Zerglinge, sondern hier die Dualisten, die finde ich jetzt auch nicht so unheimlich teuer sind, dann ist das schon eine gute Sache. Da war doch jetzt gerade einer. Oh. Oh! Jetzt bin ich gespannt, wie gut die sind. Ja. Damit ist doch meine Hydralisken-Armee quasi wieder, ja. Nicht nur dezimiert, sondern damit ist sie ja quasi nicht mehr existent. Deswegen würde ich die jetzt auch gerne wieder zurückziehen, das bringt nämlich hier nichts. Dann muss man jetzt schon mit ein paar mehr kommen, sonst ist das sinnlos. So, jetzt ist der Vespinka ist hier erschöpft. Aber wir haben ja 3000, das ist ja nicht so schlecht. Tag. So, Gruppe 1. Gruppe 2. Ja, dann. Lasst uns beginnen. Irgendwie das Gefühl, dass wir unsichtbar am Start sind. Ich geh mal ein Stück zurück. Ich glaube, wir sind unsichtbare. Ja. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Ja.
Wir können jetzt voll auf, also voll aus den Vollen schöpfen, denn ganz ehrlich, ich habe richtig viel an Ressourcen. Achso, sie machen schon. Und damit kann ich schon ein bisschen was anfangen. So ist es nicht. Guck mal, das reicht für ein drittes Grüppchen. Ja, drei Gruppen. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir angreifen. Allerdings nicht mehr in dieser Folge. Macht es gut. Auf Wiedersehen.